Herzlich willkommen zu unserem InfoSec-Shortcut zum Thema Bring Your Own Device oder BYOD genannt. Was eigentlich heißt BYOD, Bring Your Own Device? Es bedeutet die vereinbarungsgemäße Nutzung von privaten IT-Endgeräten durch Sie mit entsprechend lizenzierter Software zur Verrichtung dienstlicher Tätigkeiten. Kurz, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin bleibt Eigentümer des Geräts. Grundsätzlich werden die Arbeitsmittel, das heißt auch die IT, von der BOKU als Arbeitgeber gestellt. Viele von uns tun dies jedoch schon länger und parallel. Wir nutzen private IT-Endgeräte für dienstliche Zwecke. Und damit stellen sich einige wichtige Fragen. Wie schütze ich meine privaten Smartphones und Tablets, wenn ich sie dienstlich nütze? Beispielsweise durch Setzen eines vier- oder mehrstelligen PIN. Die Gerätesperre sollte sich spätestens nach 30 Sekunden aktivieren. Selbstverständlich ist es auch sinnvoll, das Gerät über Fingerabdruck oder Gesichtserkennung abzusichern. Achten Sie auch darauf, dass auf Ihren Smartphones und Tablets Betriebssystem und die Apps aktuell sind. Wie schütze ich meine privaten PCs und Notebooks, wenn ich darauf dienstliche Daten der BOKU verarbeite? Sorgen Sie dafür, dass das Gerät über ein Startpasswort verfügt und aktivieren Sie im Idealfall die Verschlüsselung, beispielsweise BitLocker unter Windows. Sorgen Sie für einen aktuellen Schadsoftware-Scanner und sorgen Sie dafür, dass sowohl Betriebssystem als auch Apps und sonstige Programme auf dem Gerät möglichst aktuell sind. Speichern Sie Passwörter keinesfalls im Browser und verwenden Sie ein und dasselbe Passwort nicht mehrfach für unterschiedliche Zwecke. Speichern Sie dienstliche Daten der BOKU, wenn möglich, nur auf Geräten der BOKU. Was immer gilt, private Geräte dürfen nicht unsicherer sein als dienstliche. Sollten mobile Datenträger interne oder vertrauliche Informationen der BOKU enthalten, zerstören Sie diese selbst. Achtung jedoch auf Splittergefahr oder noch besser, übergeben Sie diese der Stabsstelle Umweltmanagement zur Entsorgung. An wen wende ich mich zum Beispiel bei Notebook-Diebstahl oder dem Verlust von vertraulichen Unterlagen? Wenden Sie sich bitte umgehend an die BOKU IT Hotline.